Nils Lichtlein ist zurück nach seiner Adduktorenverletzung. Das die erste gute Nachricht bei den Füchsen Berlin vor dem Heimspiel gegen den VfL Gummersbach. Schon die dritte Auflage dieses Aufeinandertreffens. Im Pokal ist die Mannschaft von Gudjon Valur Sigurdsson knapp ausgeschieden in Berlin. In der Liga holte sein Team spektakulär einen 7-Tore-Rückstand zu Hause auf und sicherte sich noch ein Unentschieden gegen die Mannschaft in Grün und Weiß. Die Füchse Berlin, die natürlich mit Gitzel und mit Andersson auch in der Anfangsphase performten, diese Rückraumachse, die so eingespielt ist. Andersson und Gitzel ja für fast die Hälfte aller Berliner Tore in der Bundesliga verantwortlich. Dann kam Gummersbach über den Kreis. Zu oft ließ Berlin da Lücken. Das machte Jaron Siewert unzufrieden. Trotzdem der Berliner aber, je länger dieser erste Abschnitt dauerte, fast schon komfortabel vorn. Obwohl die Berliner ehrlicherweise nicht die Sterne vom Himmel spielten. Dann wieder mal Gitzel. Immer wieder diese 1-1-Aktionen, diese Durchbrüche vom Dänen, der an diesem Tag mit Kyung-Shin Yoon gleichzog. 7 Tore erzielt Gitzel an diesem Tag. Damit hat er nun 248 Feldtore. Das ist der Allzeitrekord des Koreaners bislang gewesen. Herrlicher Dreher um Redmann. Köster versucht, diesen Camper zu veredeln, aber Milo Saveljev ist im Durchgang 1 im Spiel und schickt dann Marco Koppel, ja, den Abwehrspezialisten. Und tatsächlich, er kann auch Tore machen. Sein 4. Saisontreffer. Mit der Basis dieser Torwartparade und Koppeljahr auf und davon. Bob Hanning am Abend vorher noch mit dem VfL Potsdam aufgestiegen in die Bundesliga. Er kommt aus dem Klatschen an diesem Wochenende gar nicht mehr raus. Aber in Durchgang 2 kann sich Gummersbach stabilisieren und Berlin bekommt Aufgaben. Auch mit dem starken Schofre Batz im Rückraum. Mappes kommt dazu, verkürzt hier auf 3. Gummersbach hat Möglichkeiten, lässt aber zu viel liegen, um die Füchse in dieser Phase ernsthaft mal in Bedrängnis zu bringen. Trotzdem hat man das Gefühl, hier geht was an diesem Tag für den VfL. Und tatsächlich, 52 Minuten rum, Vorhang auf für die erste Führung des VfL Gummersbach. Vorhang auf für Chovre Batze. Kireev mittlerweile im Tor, bei den Füchsen zumindest für ein paar Minuten. Aber auch er kann gegen diesen Hammer nichts machen. Aber dann kommt die Schlussphase und das gute Gefühl verlässt den VfL Gummersbach wieder. Ein 6:2-Lauf für die Füchse Berlin. In der Crunch-Time entscheidet dieses Spiel. Matthias Gitzel, das geht natürlich zu einfach, der VfL zu passiv. Berlin mit Crunch-Time-Qualitäten. Und während sie vorne effektiv sind, ist hinten Dejan Milosavljev zurück. Der kann diesen Ball auch noch entschärfen und wir sehen, warum die Füchse diesen Sieg ziehen. Wir wissen, dass es ein schwerer Kampf ist, Gummersbach. Die haben eine bockstarke Abwehr und da müssen wir, wie gesagt, mit Geduld ausspielen. Und dann haben wir auch unsere Chancen erreicht. Ich glaube, wir waren oft genug in den Momenten. Wir hatten ein Hinspiel, ein ähnliches Spiel, wo wir da einen Punkt holen. Ja, und heute hat einfach so die letzten Prozent einfach gefehlt, in den entscheidenden Phasen auf dem Punkt da zu sein und die Fehler von den Füchsen auszunutzen. Wir fassen zusammen, die Füchse an diesem Tag abgezockter und mit 2 wichtigen Punkten im Kampf um die Champions League-Plätze. Und für Gummersbach war dennoch an diesem Tag deutlich mehr drin. Alle Spiele live und auf Abruf bei dein